Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Room. Kaffee ist geholt, es kann also weitergehen. Und wenn ich mir den wunderbaren Herrn hier so angucke, der mich direkt anstarrt, dann glaube ich, werde ich den auch brauchen. Okay, also, wir haben beim letzten Mal, was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Das hier haben wir beim letzten Mal gemacht. Wir haben hier, okay, wir haben hier zwei Papierrollen oder so, ist das sowas? Aber da lässt sich nichts dran drehen. Okay, super. Was haben wir denn da? Okay, das können wir verändern. Was können wir hier ändern? Ja, gut. Ich muss also offensichtlich irgendwas einstellen. Aber was? Haben wir dazu schon einen Hinweis erhalten? Ich bin nicht sicher. Oh, das sind die Stimmbänder, die hier eingestellt werden. Ganz leise und jetzt so würde ich sagen, ganz laut, ne? Oder? Aber mehr lässt sich da auch nicht verändern. Da oben ist eine Art Mikro. Okay, komme ich so daran? Nein, gibt nichts zu sehen. Irgendeine Art von Schalter? Da unten ist... Okay, da muss wohl eine Mechanik ausgelöst werden. Aber wie? Kannst du mir mal einen Tipp geben? Du da mit deinen Nadeln? Ach so, warte mal. Hier. Wir sind noch nicht durch. Wir müssen erst... Hörer, wir müssen erst das Gerät unten einschalten. In dem... Navy-Raum? Hieß das nicht so? Weiß ich nicht mehr genau. Warte mal, wo ist der noch? Nee, hier nicht. Er ist natürlich genau an der anderen Seite. Hier. So. Die Frage ist allerdings, wie? Also, welche Frequenz, welche Amplitude müssten wir einstellen? Möglicherweise gibt es auf den Bildern einen Hinweis, aber den habe ich noch nicht gesehen. So. Geht nicht. Ich kann natürlich jetzt alles Mögliche ausprobieren. Nee. Das ist doch bestimmt wieder irgendwas Verrücktes, ne? Kilo Cycles per Second? Oh, okay. Ist das nicht die Amplitude, die hier eingestellt wird, sondern... Na, nee, funktioniert noch nicht. Es ist nicht die Amplitude, die eingestellt wird. Ach, hier fehlt ja auch noch eine zweite Röhre. Guck mal. Eine ist da drin. Aber genau, eine zweite fehlt noch. Wo kriegen wir die jetzt her? Da oben geht es dorthin. Alles klar. So. Tja, und nü? Ich hole den Aufzug nochmal hoch. Und ist da dann irgendwas, was in der Küche passiert? Lass mal gucken. Ja. Der Kessel müsste ja jetzt hochgefahren sein. Vielleicht können wir in den Aufzug gucken und da liegt noch was drin. Da liegt gar nichts drin. Okay, fantastisch. Ja, nü. Da ist das Buch, die Aufzeichnung. Ja, schon klar. Feurio. Nada. Nee, auch nichts. Nein. Hier unten können wir... Hier können wir noch hineinsehen. Da ist... Wir können das wieder ausstellen. Okay, aber bringt das irgendwas? Das heißt ja nur, dass die... nee, das war ja der Antrieb für das Arbeitszimmer. Hier ist jetzt wieder Wasser drin, so weit, so gut. Wir haben auch nichts mehr im Inventar. Müssen wir denn Wasser mitnehmen? Für irgendeinen Zweck? Hier kommen wir nicht mehr ran. Okay. Hier kommen wir gar nicht mehr ran. Okay, weiß ich nicht. Ich probiere es nochmal hier oben.
Und das Arbeitszimmer, das hatten wir doch abgeschlossen beim letzten Mal, oder? So, okay, Zusammenfassung. Hier können wir oben auf die Glocke zielen, aber es passiert nichts. Die Waffe ist nicht geladen. Die Waffe ist nicht geladen. Wir brauchen irgendwie eine Harpune oder ähnliches, also irgendein Geschoss. Schon klar, gut. Hier fehlt uns dieses zweite Ruder. Und hier hinten fehlt noch wahrscheinlich der Antrieb selbst. Ach nee, der Propeller. Gut. Was ist das hier eigentlich? Kommen wir nicht ran. Okay, nee, das bringt gar nichts. Okay, meinetwegen. Hier hinten ist. Hier fehlt uns die Röhre. Hier fehlt uns. Ach, hier fehlt uns noch alles Mögliche. Ja, hier sind noch ein paar mehr Dinge, die fehlen. Wie zum Beispiel hier. Ich gucke die ganze Zeit, ob es hier irgendwelche Hinweise gibt zum Thema Frequenz. Hier fehlt uns noch so ein Schrauber. Hier weiß ich noch gar nichts. Also ist schon klar, es dreht sich hier irgendwas, aber schwer zu sagen, es scheint sich hier nicht zu bewegen, oder? Nö. Die Bilder sehen alle gut aus. Okay. Von welcher Seite muss ich dich sehen, damit es was wird? Muss ich die noch ein bisschen weiter drehen? So vielleicht. Warte mal, kann man das hier öffnen? Kann man wohl, aber noch nicht jetzt. Oh, ach so. Hahaha. Okay, wischen wir das Fenster mal eben frei. Sehr gut. So. Gut, das muss reichen. Okay, jetzt ist der eine Haken raus. Alles klar. Das heißt, das geht aber nach hier. Nee, das kann es nicht sein. Der eine Haken ist raus. Dann muss das wohl. Wo ist das? Es hat nichts hiermit zu tun. Nee. Es hat gar nichts hiermit zu tun. Was hat dieser Haken be. Ach so. Ich bin so doof. So, okay, alles klar. So, und jetzt die andere Seite. Voila. So, jetzt ist es offen. Alles klar. Gut, was bringt uns das? Okay. Was hat uns das jetzt gebracht? Warum können wir das hier näher ansehen? Was, wenn ich es jetzt wieder einhake? Das geht gar nicht. Die kann ich nicht mehr bewegen. Was hat uns das gebracht, dass wir es hier jetzt näher ansehen können? Ist da irgendwas auf den Rädern versteckt? Irgendein Hinweis auf den Rädern? Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Aber es ist ja sicherlich nicht ohne Grund, dass wir uns das hier ansehen können. Da, guck mal. Doch, da ist etwas. Hier. Können wir da nun. Wir können da durchgreifen. Ha! Jawohl, kleiner Propeller. Super. Der kommt ans U-Boot. So, genau. Zack. So, hier ran. Tada! Oi, es bewegt sich. Yay! Juhu! Oh, wir kommen ins U-Boot hinein. Wie cool. Interessant. Oi. Ich finde das so genial gemacht. Aber das habe ich vielleicht schon ein oder zweimal erwähnt. Okay, da liegen Bretter. Das ist ein Ausguck. Alles klar, was ist das hier? Machine Submarine. Öffnen und ja! Das Seitenruder.
Okay, cool. Noch was? Ach so, warte mal, noch was? Nee, nichts sonst. So, hier oben. Was hat es mit dem da auf sich? Es tropft sogar Wasser da raus. Okay. Aber machen können wir erstmal noch nichts, ne? Hier unten, das werden wir vermutlich auch noch öffnen müssen. Okay, was ist hier? Poncho, genau, da geht's nach unten. Bums. Ja, und hat jetzt alles kaputt gemacht, ne? Aber wir können hier auch noch die Tür öffnen. Nein, wir können die Tür nicht öffnen. Das scheint zu klemmen. Sag bloß. Müssen wir das Ding hier erst wieder nach oben fahren? Ja, es geht nur nach unten oder nach oben. Okay, probieren wir es jetzt. Das scheint immer noch zu klemmen. Ach, warum ist das denn so? Hier, da sind diese Dinger davor. Wir können aber reingucken. Irgendwas Interessantes? Nee. Kurs ist angelegt. Okay, soweit nicht. Na gut, klemmen wir erst einmal. Ach so, warte mal, ist hier noch was? Nö. Liegt noch ein Tau herum. Da? Nein. Klemmen wir erst einmal. Klemmen wir erst einmal das Seitenruder an. So. Okay, soweit, so gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir auftauchen oder abtauchen wollen. Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, auftauchen. So. Da hat sich nichts getan. Natürlich nicht. Hier? Nein, das scheint zu klemmen. Okay, cool. Ja. Gut, also wir werden wohl eins von beiden erstmal einstellen müssen. Hier. Okay, auftauchen und abtauchen. Vorderes Ruder, hinteres Ruder, jeweils um 30 Grad gedreht. Okay, wir versuchen es erstmal mit dem Auftauchen. Beide zur Mitte hin runter. Ja, so. Okay. In Ordnung. Ja, nur nicht so schüchtern. Ränder. So, wir sind drin. Alles klar. Das klemmt immer noch. Okay. Und mit dir können wir auch noch nichts machen. Dich werden wir wohl irgendwo einschalten müssen. Okay, wenn wir jetzt da reingucken. Es hat sich nichts verändert, oder? Sieht nicht so aus. Okay, und hier können wir natürlich noch auch noch nichts machen. Ja, natürlich. Oh, ach so, warte doch jetzt. Ja, ich hab's verstanden. Alles klar, alles klar, alles klar. Mit dem Kran müssen wir das Ding hier, die Tür quasi herausreißen. Dazu muss der Kran aber in die andere Richtung hängen. Also müssen wir auf Abtauchen gehen. So. Du dahin, du dorthin. Wusch, genau. Jetzt müsste der Kran entsprechend hängen. So. Genau. Ist das schon richtig? Weiß ich nicht. Finden wir jetzt heraus. Zack. So, der geht da an die Tür. Perfekt. Jetzt bitte rausziehen. Gib dir Mühe. Na los. Na, jetzt. Yeah. Okay. Gut. Verrückt. Okay, was haben wir denn hier? Okay, wir steuern. Da passiert gar nichts. Was ist das? Das ist die Röhre. Ja, hey. Okay, und hier haben wir noch mehr von der Geschichte. Cool. So, wer ist jetzt dran? Ocean Navigation. Und ich finde Edward in Vaters
Kuriositätenzimmer und es ist, als würde die Sonne aufgehen. Ich hatte schon gefürchtet, er würde das Arbeitszimmer nie wieder verlassen. Ich sehe die Seiten in seiner Hand, verknittert, zerrissen, zweifellos meine. Ich versuche es zu erklären, doch sein Blick geht geradewegs durch mich hindurch. Ich warne ihn, flehe ihn an, doch er hört mich nicht. Er sagt, ich habe ihn verraten. Ich habe uns beide verdammt. Seine Arbeit zerstört, unser beider Leben. Ich kann es nun an ihm spüren. Das Falsche, den Makel, den ich vor der Tür zum Arbeitszimmer gespürt habe. In diesem Moment wird mir klar, dass mein Edward fort ist und dass es keine Hilfe geben wird. Es gibt für mich nur eine Möglichkeit. Oh nein, sie wird doch jetzt nichts Blödes getan haben und seine... Oh. Ah, okay. In diesem Buch sammeln sich also die ganzen die Gesprächsteile. Nee, aber ich kann es nicht. Doch, jetzt kann ich so. Okay, gut. Oh nein, sie wird doch jetzt nicht seine Arbeit zerstört haben. Ich hoffe nicht. Okay, hier. Ja, fantastisch. Und irgendwo Besonderes, wo ihr hin möchtet? Oh shit, oh nein. Habt ihr irgendwo Koordinaten gesehen? Ich erinnere mich nicht, Koordinaten gesehen zu haben. Halt! Was ist das? Das ist wohl gar nichts. Ich stelle das Boot mal wieder richtig ein. Ich habe so das Gefühl... Okay, damit schauen wir auf den Boden. Ja. Das ist dort... Okay. Sonst noch irgendwas? Das schon klar. Warum ist das hier alles markiert? Ich meine, also erstmal, wer hat das getan? Und warum? Um jemanden, der über die entsprechende technische Ausrüstung verfügt, hier hinzubringen? Hier anzuleiten? So, was nun? Es ist an. Das hört sich komisch an, ne? Das könnte es sein. Warte mal, ich stelle mal den Kopfhörer lauter. Okay, alles klar, bei 80. So. Das hört sich merkwürdig an, ne? Das müsste vielleicht für unseren Kumpel da oben reichen. Hier. Nee. Da. So. Dann gehen wir rein. So, du hörst das doch jetzt, ne? Du hörst das, genau. Hier blinkt es auch schon verdächtig. Okay, es wiederholt sich wieder. Gut, dieser Kanal. Da. Die Steuermann sagen mir, dass wir auf 85 Grad westlicher Breite sind. Aber es ist immer noch kein Land in Sicht. Ich habe noch keine Minute geschlafen, seit wir diesen
Ja, okay, es wiederholt sich. Okay, cool. Danke für diese Info. Das war cool. So, dann haben wir jetzt Koordinaten, ne? Wir haben Koordinaten. Lalala. Alles klar, so. Das ist ja schon echt fies. Okay, Rinder, ja, gut. Rinder. So, was hat er gesagt? N5, Nord 5, also da so ungefähr. Und West 85. West 85. Aha, Bermuda-Dreieck? Nee, das Bermuda-Dreieck ist woanders. Oh. Okay. Seegang. So, wir sind am Boden. Okay. Irgendwas Interessantes hier. Da ist ein Kabel. Da, was ist das? Halt, nicht so schnell. Wir sind wieder am Boden, das hilft gar nichts. Das Kabel hat vielleicht nichts zu bedeuten. Kommen wir irgendwo vorwärts? Sieht nicht so aus. Was gilt es hier zu finden? Noch mehr Zeug. Okay. Ein Anker. Was ist das denn da? Da, was ist das? Steuer mal mehr drauf zu. Was ist das? Noch weiter. Das ist doch wieder das Symbol. Das erkenne ich doch genau, du. So. Jetzt tuckern wir los. Was ist jetzt? Was? Wieso? Was? Nein, ich will hier nicht rausfliegen. Warum? Wir sollen tauchen. Ernsthaft? Das sieht ganz so aus, ne? Nee, sollen wir nicht. Wir bringen ihn hier darunter. Hol hoch, was immer da drin ist. Wusch. Hast du alles? Okay, alles klar, dann wieder hoch. Das nehme ich mit. Ein Anhänger mit Kartendesign. Was ist nun? Oh nein! Oh nein! Oh. Okay. Wir haben das U-Boot geschafft. Was ist das hier? Ja, habe ich schon gesehen. Aber ist das nicht. Warte mal, ist das nicht draußen? Ich glaube, das war draußen, ne? Vorne am Haupteingang, hier oben. Da, hier gehört es doch hin. Es passt, aber es verbindet sich nicht. Dann sollte ich mir den Anhänger nochmal anschauen. Okay. Oh, okay. Ja, schon gut. Ja, schon gut. So, dich nehmen wir da raus. Genau, eine Perle. Ja, hervorragend. Gut, dann lass mal gucken. Dann setze ich dich jetzt da ein. Zack. Okay.
Okay. Das ist ja verrückt. Okay, ich weiß, wir sollten aufhören. Ja, ist schon klar. 25 Minuten sind einfach zu wenig. Okay, gut, macht nichts. Wir setzen unsere Reise morgen früh fort. Okay, also bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss.